Musik hat mein Leben gerettet. Immer. Hab's in mir mit der Musik. Schon als Kind. Jede Musik, die mit Gefühl gespielt wird, ist gute Musik. Und ich war einer von denen, die sie empfunden hat, also mit Feeling, wie man es auf gut Deutsch sagt. Ja. Dann kamen ja die Nazis. Es stand ja überall in den Lokalen Swingtanzen verboten, also wo Tanz war. Wir haben uns gar nicht drum gekümmert. Wir haben fleißig Swing getanzt. Verbotenes ist doppelt schön. Dann spielte ich also diese verbotene Musik. Und dann kamen Kontrollen rein von der Wehrmacht und von der SS. Mich hat immer der Teufel geritten, schon als ich ganz jung war, immer mit Späßchen machen und so. Und da ging ich hin und sagte, also Herr Obersturmführer, jetzt müssten Sie mich eigentlich verhaften. Sagt er, warum eigentlich? Sag ich, ich spiele verbotene Musik, bin Jude, und der ganze Saal fing an zu lachen. Er lachte auch und klatschte und er wusste gar nicht, dass das stimmte. Und eines Tages wurde ich zur Kriminalpolizei bestellt. Und zwar muss mich jemand verraten haben. Und dann kam ich also ins KZ. Wir hörten zwar von Auschwitz, aber wir konnten uns nichts vorstellen darunter. Und als wir dann ankamen und Häftlingskleidung, wir mussten dann unsere Zivilkleidung ausziehen und bekamen diese Streifen. Da kam ein SS-Mann und sagte, so, damit er wisst, wo ihr seid, im Vernichtungslager Auschwitz. Hier ist der Eingang durch dieses Tor, durch das ihr eben gekommen seid, und der Ausgang durch den Schornstein. Auf einmal kommt so ein Kapo und sagt zu mir, woher kommst du denn? Und man hatte uns erzählt, dass man, wenn ein Kapo mit einem spricht, man stramm stehen musste und die Mütze abnehmen. Also ich stand da und nahm heute Haltung an und Mütze ab, sagt der Koko, ich bin doch der Heinz, aber nun wusste ich nicht, wer der Heinz ist. Ja, stellte sich raus, war ein Fan von mir, der kannte mich aus Berlin. Ja, und das war dann die Rettung. Man war froh, dass man Musik machen durfte, denn man hatte doch ein bisschen Vorteile als Musiker und auch für einen selber, wenn man Musik machen durfte, das war schon ein bisschen, ganz klein bisschen Erleichterung. Naja, es gibt ganz viele Leute, die sind nie wieder aus dem KZ rausgekommen, trotzdem sie draußen waren. Ich bin kein KZ-Häftling. Als ich rausgekommen bin, der Musik gemacht hat, sondern ein Musiker, der im KZ war. Und das sind zwei ganz verschiedene Gefühlsrichtungen. Es ist vorbei. Hoffentlich. Hoffentlich kommt es nicht wieder.